Hallo und herzlich willkommen zur 124. Folge von Project Unstable 6. Da seien es wieder. Wir werden es doch automatisieren. Ich habe mir jetzt überlegt mit dem Fluid Transposer, dann machen wir es halt so, dass wir irgendwo ein Magma Crucible Automatisierung machen mit einem Haufen Channel oder was weiß ich nicht. Ist mir total egal. Wir machen das so. Wir machen diese Automatisierung, dass wir praktisch die Fluid Transposer mit Exportbussen an Sachen angeschlossen haben. So mache ich das. Auf was anderes habe ich auch gar keine Lust. Ich will das so machen. So, das heißt, wir brauchen eine Fluid Transposer. Zwei Seiten. Und im Endeffekt wird das jetzt so ablaufen. So, ich habe das hier hinten schon mal ein bisschen vorbereitet, wo ich das gerne hinmachen würde. Und zwar hier. Jetzt fällt mir nur gerade auf, das sieht ein bisschen doof aus, wenn ich das so mache. Ah, wir kriegen das schon irgendwie hin. So, und zwar haben wir das schon mal ein bisschen so vorbereitet. Wir wissen, wir brauchen ein Interface, wir brauchen einen Fluid Export Bus, wir brauchen einen Storage Bus brauchen wir nur, weil die ganzen Export Bus kriegen wir auf jeden Fall dran. Wir brauchen einen Fluid Transposer und wir brauchen ein Interface. Das Interface ist ja nicht überall dran. Das heißt, wir brauchen im Endeffekt einen Fluid Transposer und zwei Kabel daneben. Das heißt, ich habe ein paar Fluid Transposer gemacht. Wir könnten beispielsweise so machen und hier in der Mitte ein Kabel hochziehen. Und hier dahinter ein Kabel hochziehen. Und dann hätten wir das fertig. Ja, genau. Und im Endeffekt ist das auch, was ich machen will. Allerdings will ich es nicht hier vorne machen, sondern ich setze das nochmal ein nach hinten. Also praktisch, wir haben das hier und hier. Dann haben wir hier ein Kabel und da ein Kabel. Und dann funktioniert das wunderbar. Und dann gehen wir nach hier oben. Ups. Und können hier oben dann das rote Kabel nehmen. Das ziehen wir nach hinten und dann können wir dann uns verbinden. Ich habe übrigens mal einen Elevator gemacht, wer es nicht gerade mitgekriegt hat. Und irgendwie mein Ton ist wieder... Ich hasse diesen Wackler an meinem... An meinem Kopfhöreranschluss. Ich glaube, ich brauche was Neues. So, okay, gut. Erstmal zack, zack. Dann zack und zack. Wunderbar. Das sind die vier Fluid Transposer, die wir machen werden. Wir werden bis zu sechs machen können. Jetzt muss ich nur mal ganz kurz nochmal durchrechnen. Warte mal, wie viel brauchen wir denn? Wir brauchen Pyrothium, Cryothium. Also, na, fangen wir erstmal mit den einfachen Sachen an. Wir brauchen Resin Ender, wir brauchen Destabilized Redstone, wir brauchen Energized Glowstone. Die brauchen wir auf jeden Fall. Immer. In Menge. Dann, das sind jetzt drei. Dann noch Pyrothium, Cryothium, Aerothium. Dann sind wir bei sechs. Ich brauche mindestens 6. Das ist schon wieder ein bisschen... Dann machen wir das ein bisschen doch anders. Dann schiebe ich die doch mal einen nach vorne. Und dann packen wir die Kabel nämlich mit in die Seite rein. Ups, das kann ich nicht wegmachen. Und sorgen mal dafür, dass wir es... Das kann ich auch nicht wegmachen, das weiß ich. Okay, dann muss ich mal gucken. Weil nach unten kann ich die Kabel leider nicht machen. Aber ich kann sie praktisch ja hier links und hier rechts. Und dann auch könnte man hier in der Mitte... Ich kriege keine gedrehte Fassade hin. Da ist immer das Problem. Ich kriege keine gedrehten Fassadendinger hin. Das stört mich. Stört mich riesig. Okay. Wie macht man das jetzt am besten? Verdammt. Wobei ich auch... Ich brauche bei Exportbussen. Ich brauche gar keinen Exportbus. Fällt mir gerade so auf. Theoretisch. Das könnte ich mit einer Conduit lösen. Fällt mir gerade so auf. Das geht wunderbar mit einer Conduit. Weil wir brauchen ja im Endeffekt hier keinen Storage-Bus. Ich hab hier ein Subnetzwerk gemacht, weil ich am Anfang alles mit ME machen wollte, aber brauchen wir gar nicht. Wir können hier einfach ja die Flüssigkeiten definieren und machen, müssen wir hier im Exportbus ja eh machen. Müssen wir auch im Endeffekt filtern, was da reinkommt. Das können wir auch mit einer Item-Conduit machen. Oder mit einer Fluid-Conduit. Oder mit einer Fluid-Transfer-Dingens da. Was weiß ich nicht. Und mit der Ender-Fluid haben wir nicht mal das Problem, dass wir jetzt irgendwie... bei anderen Flüssigkeiten-Dingern ist es ja so praktisch, die speichern das dazwischen. Aber wenn wir eine Ender-Fluid nehmen, da wird ja nichts drin gespeichert. Instant Fluid Teleportation. Allows multiple fluids to be transferred at the same time. Das ist exakt, was wir brauchen. Okay, wunderbar, dann machen wir es so. Und dann kriege ich das nämlich hier in die Seite schön rein. Weil dann kann ich nämlich einfach sagen, ich mache hier hinter irgendwo einen Block weg. Und dann gehe wieder raus.
Wunderbar, dann funktioniert das. Aber dann möchte ich trotzdem eine Sache machen. Dann werde ich nämlich das hier mal ein bisschen umbauen und dann gehen wir nach hier vorne mit dem Holz. So, dann kann ich auch hier oben lang. Und dann machen wir das Ding hier mal weg. Und das Ding weg. Und dann schieben wir das ganze Ding einfach nochmal einen nach vorne. Weil wenn ich jetzt nur einen rausgehe, sieht das sonst nämlich richtig doof aus. So, einmal das weg, einmal das weg. Zack, 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 zack. So. Dann geht das natürlich hier ein bisschen so wie zurück. Genauso hier auch, aber es gibt, glaube ich, Schlimmeres. So, hier können wir auf jeden Fall das Ding dann nochmal irgendwie so andeuten. So. Wunderbar. Das machen wir dann aber, wie gesagt, ein bisschen anders später. So. Und dann habe ich ja sogar jetzt drei frei. Dann könnte ich die sogar... Ich muss mich mal entscheiden. Jetzt kriege ich sechs. Wir machen die direkt... Upsala, wir machen die direkt nebeneinander. Und machen in der Mitte einfach so ein Kabelding nochmal hin. So, zack und zack. Ihr seid alle nicht konfiguriert, ne? Wunderbar. Okay. Ich habe eine ganz wichtige Sache in meiner ganzen Planung vergessen, fällt mir gerade auf. Ich brauche noch Strom. Aber das kriegen wir hin, weil wir ja mit Conduits arbeiten, kriegen wir den Strom hin. Hahaha. Okay, gut. Ach, meine Güte. Vollkommen vergessen, dass das ja ein relativ teures Rezept war. Enderium? Ich habe kein Enderium mehr. Oh, ich habe kein Resident Ender mehr. Oh, ich habe auch andere Sachen nicht mehr. Whoops. Moment. Ach, verdammt, jetzt geht das wieder los, ne? Brauchen einen Eimer. Zack. Und da bin ich froh, wenn wir das am Ende automatisiert haben. So. Und dann Enderium. Was hat er gefehlt? Platin. Okay. Platinum. Zack. Und das einmal zerdasten. Zack. Dip, dip, dip. Da muss ich hin. Zack. Einmal das. Und dann gehen wir auf Pulverized. So, da war noch was frei. Und dann sollte ich jetzt erstmal in der Lage sein, ein Enderium zu machen. Und dann können wir eine Enderium-Platte machen. Wunderbar. Okay. Ich mache im Moment übrigens so ein bisschen Stahl, wer es gerade nicht gesehen hat. So, okay. Gut, dann können wir jetzt trotzdem schon mal anfangen, hier das zu planen. Das heißt, wir haben hier praktisch die Conduits. Hier auch nochmal. Die versorgen uns dann mit Strom, also die Fluidtransporter mit Strom. Und nebenbei sorgen sie noch dafür, dass wir natürlich die Flüssigkeiten reinkriegen. Das heißt, wir haben hier einen Insert und da können wir noch ein Filter-Upgrade dann im Endeffekt reinmachen. Wie viel kosten die denn? Fluid-Filter. Ach, das ist billig. Okay, das kriegen wir hin. Wunderbar. So, hier machen wir auch Insert, hier machen wir auch Insert und hier machen wir auch Insert. Wunderbar. Alles hat Insert. Dann müssen wir hier natürlich noch sagen, dass wir gerne von der Seite und von hinten und hinten wollen wir gerne das da. Hinten wollen wir gerne einen In- und Output haben. Und dann zu der Seite wollen wir nur einen Input haben. Genau, so. Das gleiche hier nochmal in umgedrehter Form. Das heißt hier das, da das, da das, da das. Ups. Hier das, da das. Wunderbar. Nee. Da das. Okay, damit haben wir hinten die Möglichkeit, einen In- und Output zu machen. Und wir haben ja die Upgrades gemacht. Das heißt, wir können das wunderschön auch noch dafür dazu bringen, dass es dann automatisch uns das Zeug... Dass es uns automatisch das Zeug hier hinten rauspackt, wieder ins Interface rein. So. Jetzt erstmal ganz kurz gucken. Enderium haben wir. Enderium. Einmal kurz zu einer Platte machen. Damit wir die haben. Und dann können wir nämlich das Rezept nämlich einmal komplett ihm beibringen. Und dann kann er uns nämlich nochmal ein paar Enderfluid Conduits schon mal machen. So. Plate. Langsam füllt sich das. Ich brauche bald noch ein Interface, wenn das so weitergeht. Okay. Also wir brauchen...
Ender Fluid. Nee, Coldridge. Hab ich keine mehr hier? Nee. Conduit. Dann bringen wir ihm das nochmal schnell bei. Ender Fluid. Zack. Und einmal hier runter. Conduits kann er schon. Wir können schon Enhanced Conduits sogar auch machen. Okay, das heißt, wir machen einmal Ender Fluid Conduits. Wir machen einmal. Nee, wir machen zweimal Enhanced Conduits. Dafür brauchen wir Flux Electrum. Das kann er immer noch nicht. Okay. Ja gut, das bringen wir ihm aber wahrscheinlich gleich bei dann. Das heißt, ich baue schon mal das hier weg. Habe ich das Zeug bekommen? Ja. Okay. Und zwar brauchen wir... Die Export-Bus brauchen wir nicht mehr. Jetzt habe ich schon Export-Bus gemacht, nochmal auf Screen, aber... Gut. So, einmal Kabel. So, dann brauchen wir noch Interface. Ich glaube, die habe ich vergessen zu machen. Yep. Okay, er ist gerade voll beschäftigt. Ach so, weil es zu viele Bytes sind. Okay, zwei. Zwei sind auch zu viel. Eins. Eins ist auch zu viel. Was ist da jetzt? Okay. Stahl. Cancel. Okay, wir brauchen größere Crafting-CPUs. Okay. Und jedenfalls haben wir ein Interface hier dran. Da kommen dann, wie gesagt, ja die Rezepte rein. Jetzt muss ich mal gucken, da kann ich sogar hier direkt hochgehen. Zack, zack. Und zack, zack. Und dann können wir erstmal das Fluid-Interface hier hinpacken. Das hat jetzt im Moment 1, 2, 3, 4, 5, 6 Flüssigkeiten. Das heißt, na, dann kann ich das sogar, sage ich mal, hier hin basteln. Wobei, ich brauche zwei Fluid Interface. Ich brauche eins hier drüben, damit da die Ender Conduit dran kann. Und ich brauche eins hier, damit hier die Ender Conduit dran kann. Wir müssen nur dafür sorgen, hier das Interface macht dann im Endeffekt 3 und hier 3. Also, ja, das macht nicht die 6, weil das ist dann ein bisschen doof mit der Kabellage. Ja. Das heißt, ich bräuchte... nee, warte, das ist auch nicht doof. Nee, es ist wirklich doof. Ah doch, nee, wir kriegen Farben hin. Ich bin einfach nur ein bisschen bescheuert gerade. Okay, dann machen wir es hier hin. Das ist auch gleich im Netzwerk dran. Okay. Die Conduits sollten fertig sein. Zack. Nee, nicht Item. Fluid. So, das heißt, das kommt einmal hier hoch und einmal hier hoch. So. Und dann haben wir hier ein Extract. Oh, upsala. Always active. Und hier haben wir ein Extract always active. Gut, dann brauchen wir jetzt nochmal vier Fluid-Filter mal. Fluid-Filter. Zack. 1, 2, 3, 4. Wunderbar. Die kommen dann hier rein. Zack. Müssen wir dann natürlich noch konfigurieren auf die entsprechenden Flüssigkeiten. Hups. Nein, nicht in den Extract rein. Nur in den Insert. Danke. Gut. Weil hier oben extracten wir immer, aber wir wollen ja nur bestimmte... Hups, nein. Bestimmte Flüssigkeiten dann haben. Genau. Okay. Dann die Dinger müssen wir jetzt upgraden nochmal. Upgrade. Zack, zack, zack. Enhanced. Das habe ich noch nicht gemacht. Oder waren... Ach nee, weil es gefehlt hatte. Stimmt. Okay. Wir gucken erstmal, wie viel wir verbrauchen. Wenn wir zu wenig verbrauchen, dann können wir es ja eher anders machen. So. Ich mache jetzt mal diese drei. Und dann diese drei. So. Und damit haben wir die jetzt schön geupgradet. Es sind 50 F pro Tick. Das heißt, ich kann sogar erstmal normale Conduits nehmen. Das ist wunderbar. Dann können wir nämlich damit erstmal den Strom ganz einfach machen. So. Muss ich mir nur überlegen. Ja, das können wir hier oben drüber machen. Das einzige Problem ist halt, dieser Strom, der hier an... Jetzt habe ich nicht genug davon. Och nö. Energy Conduit. Oh, ich habe noch Zeug. Wunderbar. Zack. Okay. Das einzig Doofe ist halt, dass der Strom nur 64 F pro Tick sind. Das heißt,
mehrere parallel können im Moment noch nicht funktionieren, deswegen will ich ja dann gerne die upgraded Version. Und wir haben ja die Möglichkeit, dann noch mit Speed-Upgrades die Fluid Transposer immer noch weiter zu verbessern. So, dann brauchen wir einmal Cable. Smart Cable, ja, aber auch normale Cable. Und wir brauchen Hunch, der hier. Zack, zack, zack. 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 Will sie es nicht verbinden oder kann sie es nicht verbinden? Ich glaube, es kann sich nicht verbinden. Ich glaube, es kann sich nicht verbinden. Okay, dann brauchen wir einen Cluster. Habe ich nur einen? Das ist jetzt die Frage. Ich habe nur einen LV-Capacitor, der reicht. So, also einmal unten. Hupsala. Nein, wo ist jetzt? Oh nein, bitte sag mir nicht. Okay. So, also unten Output, hier Input. Danke. Zack. So, jetzt sollten die Dinger sich jetzt langsam füllen. Ja, langsam, aber sicher. So, hier oben einmal aus. Brauchen wir nicht anhaben, was wir nicht brauchen. Und dann kann hier drüben nochmal... Beziehungsweise, wir machen das mal so. Wir machen das mal hier hin. Ich habe mich schon wieder verklickt. Ich wollte es gerne oben drauf setzen. Das ist alles, was ich wollte. So. Und dann können wir nämlich hier den P2P-Teil dran klatschen. Ah, den brauchen wir ja auch noch. P2P-Tunnel. Zack. Record. Storage-Bus brauchen wir nicht. Export-Bus brauchen wir nicht. Wir müssen jetzt im Endeffekt einfach nur dafür sorgen, dass hier dieses rote Kabel einmal nach hier drüben kommt. Wo ist eigentlich da? Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Zack. Okay. Gut, theoretisch könnten wir, wenn wir das jetzt so aufgebaut haben, wir müssten sie theoretisch nicht mal upgraden, fällt mir gerade auf. Mit Upgrades hatte ich sie halt wesentlich besser noch Augment reinpacken, aber wir könnten jetzt theoretisch hier auch mit Item Converts die fertigen Items rausnehmen und hier oben in ein Interface packen. Ginge auch. Bräuchten wir aber noch einen Channel mehr. Und wir haben jetzt die Interface und wir haben das Upgrade, das heißt, wir können jetzt hier sagen, wir möchten gerne Auto-Output enablen, was es auch überall ist. Wunderbar. Gut. Subi. Ich gehe einmal schon mal unten P2P-Channel kopieren. Ich finde das immer noch so schön. Ich finde, das sieht echt schön aus, was man, wie wir das da automatisiert haben für die Pure-Dinger. Das da. Ja, neuen Channel benutzen wir gerade mal. Da können wir da ordentlich nochmal zuballern. So. Nein. Und ich wollte mal gucken, warte mal, wir können nochmal. Ich mache nochmal ein Dense Cable. Zack. So. Und dann machen wir das nämlich so, dass ich hier oben mit dem Dense Cable rausgehe. Weil wir werden natürlich irgendwann über 8 Channel kommen und das ist natürlich schön, wenn wir die Sachen vielleicht schon. Irgendwie sehen können, wie viele wir benutzen und das hier besser verteilen können. So, hier einmal das nochmal hin. Einmal das nochmal hin. Zack. So, und dann müssen wir hier einmal laden. Und soll gleich angehen. 2-Channel-Benutzung. So, passt. Wunderbar. Ist schon an. Das ging schnell. Okay. Supi. Dann haben wir das. Dann können wir jetzt hier Flüssigkeiten definieren. Können diese Flüssigkeiten hier unten rein definieren. Das heißt, ich brauche mal Bucket. Bucket. So, wir brauchen nämlich mal einen Eimer Resin Ender. Packen wir erstmal hier rein. Hallo. Danke. Resin Ender. Die ist der Besetzung. Und hier drüben die Seite schalte ich erstmal kurz aus. Weil da verbrauchen wir im Moment noch nichts und da brauche ich das jetzt noch nicht definieren. Bei Aerothium machen wir dann. Okay. Und hier oben drauf kommt der Glowstone wahrscheinlich. So, damit, jetzt habe ich die Eimer weggetan, ich Depp. Bucket.
Und zwar definieren wir jetzt wunderbar, dass wir hier oben gerne diese beiden Flüssigkeiten hätten. Das heißt Redstone und Resident Ender. Jeweils 4 Eimer sind da immer zwischengespeichert jetzt. Und wir können das jetzt wunderbar hier reinpacken wieder. Zack. So. Das Interface ist ja schon am Netzwerk dran. Das heißt, ich male mal ganz kurz hier nochmal an. So. Und dann brauchen wir nochmal Interface. So. Und dann können wir nämlich sagen, dass wir gerne aus einem Eimer... die Slavis Redstone machen wollen. Also ein Eimer die Slavis Redstone. So. Und das gleiche können wir nochmal sagen für Resident Ender. Zack. Ich brauche mehr Pattern. So. Und dann können wir die jetzt nämlich hier oben schon mal reinpacken. Also hier hinten. So. Nicht oben. So. Zack. Hier das Ding ist die Slavis Redstone. Also definieren wir hier die Pattern für die Slavis Redstone. Und hier haben wir Resident Ender, was irgendwie nicht reinkommt. Habe ich nicht. Habe ich die falsche Seite? Warte, habe ich die falsche Seite definiert? Nee. Was ist jetzt kaputt? Warum nimmst du kein Dingens raus? Moment. Das ist aber Input. So, jetzt wird es nur interessant. Das muss ich hier oben nochmal ausschalten. Wenn ich das Ding nämlich jetzt anmache, upsala, ist automatisch der Insert schon an. Was immer doof ist. Resonant Ender. Schalten es wieder an. Sag mir nicht, das ist seitenabhängig. Wenn das Fluid Interface seitenabhängig ist, dann bin ich echt sauer. Das ist jetzt nicht wahr, oder? Wir können es ja ganz einfach testen. Wir können es ganz einfach testen, Moment. Ich brauche einfach nur mal eine Flüssigkeit, die jetzt nicht drin ist, mal ganz kurz. Wir deaktivieren mal einen hier. Zack. Hier kommt auch Redstone. Nein, es ist nicht seitenabhängig. Warum? Wie? Hä? Kann mir das irgendeiner erklären? Ich verstehe das gerade nicht. Warum kommt hier kein... Ich baue es nochmal ab. Hingesetzt. Insert. Grüner Channel. Filter Setting. Resident Ender.
Hat der vielleicht irgendwo was falsch gesetzt? Moment. Ich verstehe es nicht. Was ist denn jetzt kaputt? Warum passiert mir immer sowas? Ich will da einfach nur, dass es funktioniert. Okay. Folgendes. Wir machen hier oben noch den Extract. Achso, der ist gerade aus sogar. Das ändert aber nichts. Okay. Machen wir an. Wir gucken mal, ob wir jetzt das vielleicht hier drüben reinbekommen. So. Nein! Ich glaube, er hat ein Problem mit Resident Ender. Okay. Ich glaube, ich muss es doch komplett übers ME-System machen. Ich kriege echt gerade Anfälle. Ah. Mann, das kann doch nicht sein. Warum funktioniert nie was, wie es funktionieren soll? Ich frage mich halt, ob es am Resident Ender liegt oder an irgendwie unserem Setup. Aber es kann ja eigentlich nicht seitenspezifisch oder sowas sein, weil der Fluid Transposer kann auch die Stereo Sets nehmen. Das ist, was ich nicht verstehe. Okay, das heißt, ich müsste separates Subnetzwerk bauen für Exportbus. Das heißt, ich muss die Dinger auseinanderschieben irgendwie. Ja, gut, kann ich machen, indem ich sie hier an die Wand schiebe. Ja. Muss ich die Fluid Transposer an die Wand schieben? Ach nee, nee, es geht gar nicht. Moment, ich brauche ja 3 Seiten. Ich brauche ja dann so oder so, egal was ich tue, 3 Seiten. Wegen Strom. Okay. Das kann doch nicht wahr sein. Ich will, dass einmal was funktioniert. Mehr will ich doch gar nicht. Hab ich eine andere Farbe? Nee. Ich hab wirklich nicht. Wir sind. Also, ups. Filter. Das ist der falsche Filter. Das kann doch echt nicht wahr sein. Warum passiert sowas? Wie? Was ist... Ah, das kann ich hier reinfüllen, ne? Ja. Das geht. Also es liegt nicht dran, dass der Fluid Transposer es irgendwie nicht entgegennehmen will. Also entweder es liegt an Ender oder es liegt an meinem E-System. Ich weiß es nicht. Eins von beiden hat ein Riesenproblem. Okay. Dann muss ich mir jetzt überlegen, wie und wo ich das aufbauen möchte, dass wir da mit 3 Dingern rankommen. Mit 3 Kabeln. Ich war jetzt so froh, dass ich mit 2 machen kann. Nun gut, ja, dann muss ich mal gucken. Ich könnte jetzt in meine andere Flüssigkeit probieren. Warte mal, ich kann doch hier auch Lava reinfüllen, ne? Ja. Wenn ich jetzt mal sage, hier unten haben wir es ja schon gefiltert auf Lava. Ja. Wenn ich jetzt hier mal, ich kann ja den Filter ganz einfach deaktivieren, indem ich hier Resident Ender reinpacke, weil er das ja eh nicht kriegt. Machen wir mal an. Und wenn ich jetzt hier Lava reinmache. Funktioniert auch nicht. Huch. So. Insert, Extract. Kann das Fluid Interface nur ein Ding zur Verfügung stellen? Nur eine Flüssigkeit? Ich habe hier zwar 6 Flüssigkeiten, die ich buffern kann, aber ich kann nur eine rausnehmen. Ist das richtig? Sehe ich das richtig? Oh, okay. Ich will einfach nur was automatisieren. Das kann doch nicht sein.
Okay, ja, diese Folge kriegen wir es jetzt eh nicht mehr hin. Ich habe aber überall Conduits, ne? Ja. Nicht, dass ich irgendwo was vergessen habe mit Conduits, aber es kann ja eigentlich auch nicht sein, weil die untersten kriegen ja, außer das Ding jetzt. Also anscheinend kann er nur das erste Ding rausnehmen. Was das sehr, sehr bescheuert macht. Und ich verstehe nicht warum. Nun gut, ja, dann bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Man sieht sich vielleicht beim nächsten Mal wieder. Hoffentlich dann mal mit was funktionieren. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich die Fluidtransporter drüber in unser Lagernetzwerk baue. Brauche ich ja theoretisch auch an jedem Fluidtransporter, brauche ich ja ein normales Interface und dann brauche ich ja noch ein Interface, was ans Storage-Netzwerk irgendwie geht. Das heißt, ich bräuchte ja mindestens 7, 8. Ich bräuchte viel zu viele Channel. Die will ich nicht von dem Subnetzwerk klauen, weil darüber sind ja alle Sachen, die jetzt verbunden sind. Das heißt, Botania ist da dran ist unser Lager, da dran ist drüben hier unsere Essensfarm. Okay. Ich lasse mir was einfallen. Mal gucken. Gut, dann jetzt erstmal danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ich versuche mir mal was einfallen zu lassen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.